oft haben wir ihnen Literatur und Musik präsentiert. Es waren Autorinnen, Autoren, die begleitet wurden von Musikern. Die Musiker wurden zu Interpreten der Literatur, die vorgetragen wurde. Heute Abend haben wir etwas ganz anderes und ich bin sehr, sehr gespannt, was sich heute Abend ergeben wird. Wir dürfen mit Professor Heinz Albert Heinrichs den Musiker, der zum Literaten geworden ist, begrüßen. Sie haben den Informationen, die wir Ihnen in die Hand gegeben haben, schon die biografischen Daten entnehmen können. Professor Heinrichs hat selber viel komponiert, Filmmusik geschrieben, hat an der Folkwangschule in Essen gearbeitet, an der Musikhochschule Essen gearbeitet, hat aber zusätzlich zu seinen musikalischen Arbeiten immer wieder sich auch mit der Lyrik auseinandergesetzt. Ein Resultat der Arbeit mit der Lyrik wird heute Abend zu hören sein. Der Lyriker, der Musiker, der zum Lyriker geworden ist. Ich bin sehr gespannt auf den Vortrag der Nonnensense. Bedanke mich ganz herzlich beim Verleger von Heinz Albert Heinrichs, Herrn Albers, der im Rambo Verlag sein wunderbares lyrisches Programm pflegt und dafür gesorgt hat, dass dieser Abend heute Abend hier stattfinden kann. Ich wünsche Ihnen, meine Damen und Herren, viel Spaß. Herr Heinrichs. Hallo, meine Damen und Herren, Sie sehen hier das Letzte, mich. Aber Moment, müssen Sie, wenn Sie mich sehen, nicht lange nach mir gekommen sein? Berechtigt mich das nicht sagen zu dürfen, Sie sehen hier das Primäre, meine Damen und Herren? Laut Horoskop bin ich gestern gestorben. Steht morgen eine Freundin ins Haus, habe ich Geld zu erwarten, viel Geld. Doch wohl nicht für das Spätbuch, das ich leichtfertig versprochen. Je nun, wenn ich erst einmal gestorben bin, werde ich mich um die Freundin, um Geld, Haus und Buch schon gebührend kümmern. O je, plötzlich und unerwartet. Am Telefon Lieschen Müller. Sie sagt, ich stünde auf ihrer Liste, auf ihrer Bildungsliste. Das muss wohl ein Irrtum sein. Nein, sagt sie, rein literarisch sind Sie mein Typ. O je. Von Kranzspenden bitten wir abzusehen. Und so weiter. Fort zu zweit, Ort zu weit. Kaffee kalt, Affe alt. Abel is Gabelbiss. Schopenhauer Openauer. Statt zu meutern, satt an Eutern. Schuberts Fränzchen, Huberts Ränzchen. Waffenmärsche, Affenärsche. Prüde Hoden, rüde Oden. Wehe Ehen, heiße Scheiße. Gelbe Elbe, schnelle Elle. Hund schon zweiter. Und so weiter. Telegramm. Er bitte anrichte nach Erwitte anröchte. Mit Durchreiche. Stopp. Entrichte Anzahlung an Erwins Witwe. Stopp. Annette Witterschlick. Herzbube. Bin einsam und suche Zweisamkeit. Oder auch drei, vier, fünf, ja, nötigenfalls sogar Achtsamkeit. Wenn der Same reicht, vielleicht. Tastacht, geschrieben auf der Fahrt durch Rastatt. Wenn so ein Kastrat im Astra zur Tat rast, weil ihm ein Bastard aus Rastatt fast auf den Ast trat, was noch kein Star tat, ja, dann ist guter Rat satt, aber teuer. Spätantik. Herero und Oleander, er als Torero sie mit Expander,
dahinter die Hore Zara Leander mit ihrem Heros Zar Alexander. Doch wie der seinen Eros durchs Koriander neandert, am Palisander vorbei ins Moandertal, davon lieber ein andermal. Europarat. Uropa, rat doch mal, wieso Europa Rat braucht. Er muss zum Europarat, hat aber keinen Europarat. Na gut, da hilft nur ein Rorate pur, die teure Opera in der Rue Tarapo beim Operateur Taraporü. Nein, also wirklich, so eine Ochsentour, dann doch lieber mit Rüssel nach Brüssel. Eurotourist meldet, starke Campingverbände von Utrecht in Richtung Eifel. Mövenpick erobert Nordseebäder. Unser Kommentar: Sowieso sind Holländer eigentlich Bergsteiger, Schweizer verhinderte Seefahrer. Sie holen die Völkerwanderung friedlich nach. Andernach. Früher kamen die Andernacher so nach und nach nach Andernach. Aber dann fanden hernach auch all die anderen, ach, nacheinander nach Andernach. Und jetzt läuft ja jeder dem anderen nach Andernach nach. Nur ich mag Rehmagen lieber. Einen schönen, mageren Rehmagen. Faste Loven zusammen. Ming Frau im Adamskostüm mit dem Appel um der Hals, mingem Adamsappel. Und ich selbst als Appel im Schlafrock, da kann man sich ja noch so ein bisschen verstecken. Hello. Aber dann spielen mir zwei die Vertreibung ins Paradies. Jeck ist Jeck. Und dat me Jeck sind, lassen wir uns nicht nehmen. Alaf, denn der Weisheit von alle Jecke ist so, Jeck löss Jeck lanz und jeder Jeck ist anders. So, so. Wieso, so, so? So wie du sowieso, wie in Soho? Wieso du so wie in Somalia? Oho, so, so, Amalia, so oben ohne? Wieso, wie, du so, wie sowieso, so ohne, vis-à-vis? Oh, Waterloo. Jamaika, Jamai, o Jemine, je Jeremia, Jerusalem, sa, la Malai, wat water, lo water, averum, varese, o Rio, con Brio, Jamaika, Jamai, qua summa, summarum, Sumatra. Die Spatz, der Spätzin, dem Spaunzel, den Spaunze, Spitz, Spotz, Spa, Spaghetti, Spötz, Speiz, Sperma, Sputz, Spiekermann, kommst du nach Spankara, Spreu, Sprudel, Spätzle. A la carte, geschrieben in einem Fischrestaurant. Rotz. Antikrotz. Attel, Antikrotz, ungehen. Atlantik, Rotzungen. Rapsack. Rapsack, Traps, an der Esser, Kraps. Rüpsück, Trüps, in der Essü, Krüps. Und das heißt, Kaspar spart an der Sparkasse, Güspür spürt in der Spürgüsse. Kurzballade. Ronald und Arnold. Zwei Ritter trafen sich zum Duell mit schweren Säbeln und hieben sich einiges ab. Jetzt heißen sie alt und old.
Menetekel. Menetekel und Denetekel sind ja keine mit Tentakel. Denn wenn sie mit Tentakel, ich menet Ekel ein da vor denen mit so ne Tekel. Matrose. Steil ist die Zeit, die alter Steilzeit. Flach im Bett ist der Flachbettscanner. Ahoi, Matrose, ahoi. Steilflächen liegen teils flach, teils steil in der Zeit. Die Alterssteil- und die Jungsteilzeit. Sie scannen sich flach im Bett mit dem Flachbettscanner. Matrose, ahoi. Gendarmspülung. Zu viel, die Miliz in Zivil, der Gendarm ohne Arm, ohne Darm, ohne Gen, er wäre am Ziel vom Gendarmenspiel, denn er fühlt, wie die Gendarmerie seinen zarten Seitling den Darm mit Vivil durchwühlt. Doch das fordert Stil. A, I, A, I, A, Maria, wo ist der Esel? Ia, Maria, wo ist der Ochs, der Kasper, Melchior, Balzer? Ia, Ria, Ira, Aria, Mia, Miara, Maria, A, I, A, wo ist der Jupp? Agitprop. Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, das soll du gewiss sein. Du bist beschlossen in meinem Herzen, verloren ist das Hü Chi Minh, du musst immer drinne sein. Ho Chi Minh! Unsäglich. Es war eine Erdnuss verliebt in die Venus. O je, o weh. Eine Thailänder Köchin hatte Erbarmen und wälzte die Venusmuschel fortan in Erdnussbutter. So ging ihre Liebe durch den Magen, in Dickdarm und Po und weiter so. Und das als Butter, unsäglich. Erhebung. Hinter dem Baum, da habe ich schon gepinkelt, hinter dem da auch. Und das ohne ein Hund gewesen zu sein, möglicherweise im Regen und dazu an der Leine. Nein, das nicht. Aber es kommt dir so vor, wenn du das Bein oder anderes hebst hinter dem Baum. Wieder ohne Papier ins Gebüsch. Dass Hamburger schwerer verdaulich sind als ein Darmstädter oder Dormagener? Dass man mir einreden will, nie mehr Stopfgarn zu essen, es sei denn mit Blockschokolade, ist doch wohl Unsinn, oder? Apropos Papier, wo hab ich den Beipackzettel? Popo Dolce, geschrieben auf der Fahrt von Kirchzarten nach Hinterzarten. Katrin Zech und Erich Kratz wollten von Kirchzarten nach Hinterzarten. Aber am Titisee, wo es Sitte ist, ein Testei zu legen, zitterten sie gen Himmelreich. Und ehe sie sich versagen, sah, waren sie kirchenzart, Hintern an Hintern, Popo Dolce vereint. Naja. Und Micha klagt, weine Lenchen um meine Schweinelenchen, weil ich als Schwein Elende wäre ohne Schweineentchen an deinen Scheidewändchen und darum, Lenchen, weine um meine Schweinebeine, dein armer Micha Elende. Aus der Verwandtschaft. Meine Schwester war beim Schweinemester, weil ihr Mann, mein Schwager, dieses Schwein war ihr zu mager.
Und was riet der Schweinemester meiner Schwester? Dieser Mann wird noch mieser dann, wenn man ihn mästen täte. Ja, und da blieb mein Schwager, dieses Schwein, mager. Nach Zuckermalchow. Schwesterlein, lässt der Schwein, an den wir nach Haus. Mühen die Kräne frein, holen dir nach Gause wen. Schwagerlein, Lagerschwein, han gehen dir nach Haus. Schwester mein, Mester Schwein, han den gier nach Haus. Übren der Frag an dich, ihn nach Haus gier nicht. Schwager mein, mager Schwein, han den gier nach Haus. Reisebericht. Vier Senile aus Viersen und eine Elke Wehr aus Geveler reisten von Bingen nach Tübingen. Hier ist ihr Reisebericht. Ein Largo in Goslar, der Eissalon in Iserlohn, Pitzgeil in Leipzig, Seelenkurven in Leverkusen, das Postamt in Potsdam, in Remscheid die Schmähr, ihr Hosenreim auf Rosenheim, Gutstacht in Stuttgart, der Qualm um Ulm, Eiswaden in Wiesbaden und last not least der Tupperwal aus Wuppertal. Der Tupperwal aus Wuppertal ist oben breit und unten schmal, kann singen wie Frau Nachtigall, der Tupperwal aus Wuppertal. Und stirbt er einst an Butterqual, der Tupperwal aus Wuppertal, so barmet und so elbert euch, setzt ihm ein Muttermal. Tierische Grüße. Von der Burgsau aus Augsburg, der Zissau aus Dessau, von Snaken aus Dienstlagen und einer Gans aus St. Gallen, von Asseln aus Kassel, von Feldkrähen aus Krefeld. Auch von einem Menschenschwanz aus Menzenschwand. Es grüßen Pfauen aus Blauen, ein Fruchtschwein aus Schweinfurt, drei Reittiere aus Trier, 11 Olmer aus Ulm, 6 Würmer aus Wolm, ein Wolfenbüttener Büttenwolf und zum x-ten Mal der Tupperwal aus Wuppertal. Ach, Leo, das ist, als Ausgangswort ist das Wort Libretto. Alle Worte sind in dem Libretto drin. Ach, Leo, wie kommt denn der Libero ins Libretto? Der Ebro über den Tiber, die Lotte ins Bett. Und wie kommt der Otter zum Bier, die Lire aufs Brot und der Tito ans rote Birett? Ach, bitte, Leo, schlag nach im Libretto. Da stehen selbst Worte wie Tibet, Tirol oder Tochte und eben als Libero bleirot im Lot der Brite McElliot, aber der säuft sich an Cuba Libre tot. Man darf ja wohl fragen, wer hat die evaluiert, den klaustrophobiert? Und was hat den Hanseatisch, den Ottomanisch gemacht? Und warum ist Max imiert und hermaphroditisch geworden? Wieso nur hasst Esther Hazi, liebt Peter Silie? Fragen über Fregatten, Immobilien über Amöben. Die Moräne, a Franziskaner, a Mohammedaner. Ist katalanisch, kümmert jesuanisch. Artefax. Hey, Andy, make love, not Warhol. Jupp, nu mach uns a boyske. Mon Dieu! Was ist das Pissoir bei der Duchamp-Stinke? Baselitz, der Asenblitz.
dat beste Almose für Salome, Amose. Litterarien. Mag i posa, lass nur prosa, wer in Sosa sah in Rosa. Mann, Kleusken, wat sind die Hasen clever? Ich bölle da rum und treff nur Gras. Hör auf mit dem Protzebuhl, sonst sag ich et Klopstock. Vom Sufe werdet die Dürre matt, die Dicke frisch, aber stiller. Und wat hältst du von Böll? Wenn schon Heinrich, dann Mann. Und wenn schon Mann, dann Thomas. Ohne French Dressing keine Minna von Lessing. Und jetzt darf man's ja wissen, dem Lessing sein Ring war aus Messing. Musikflops. Ist de Buchs voll, gehst du am besten te Hude. Schubert ist einfach mehr als Hubert im Schuber. Wer streckt seinen Gär erregt in die Eger, natürlich reger. I like Britain, but not the boys. Dat Arvo Pärt, mim Stock hausen se ihm eins am Schnäbel. Rock oder Barock, Telemann oder Telekom, that's never the question. Ach, wie gut, dass jeder weiß, dass ich Humperdingchen heiß. Das war der erste Teil, uns ins Gedichte. Jetzt kommt der zweite Teil, laut Gedichte. Adagio. Oh, igada, igada, oh, adagio, ada, I go, aga, I do. O da gi a, o da ga i, a ga di, ga di a, gi da, a da gi o, got, a ja got, a ja do.